wenn du so richtig krass berühmt bist, also weltberühmt oder überall in Deutschland, was ist der nächste logische Schritt, den du dann irgendwann tun musst? Bring irgendwas auf den Markt. Richtig. Und was machst du am besten? Alkohol? Jau! Deswegen haben wir heute für euch 6 ganze Alkoholsorten und alkoholische Getränke von mehr oder weniger bekannten Celebrities, Künstlern, wie man sie auch nennen mag, Zebras. Dabei und werden die für euch testen. Und würde ich sagen, raten wir mal, von wem das ist, wenn es nicht draufsteht und vielleicht auch, was so der Preis ist. Das ist eigentlich, glaube ich, das Interessante für euch. Und natürlich, ob das auch was kann. Das Wichtigste ist, ob das ist, schmeckt. Es wird dir suffen. Jau! Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem gesittetsten Kanal. Schönsten. Kanal. Mit den wunderschönsten Menschen, die immer nur an meiner Seite sitzen. Und auf den anderen Seiten manchmal auch. Das hättest du nicht sagen sollen müssen, aber dann. Feierabend! Ich freue mich. Und der Nebel hat uns etwas mitgebracht. Ja, das ist witzig. Also das ist, Ich bin so gar nicht im deutschen Rap, ja. Hip-Hop-Game unterwegs. Aha. Du? Nee. Okay, aber du kennst Bones MC und Rev Camora? Rev Camora, ja. So vom Hörensagen, ja, ne? Ja. Das sind doch hier die, ne? 187 und so. Ich weiß, dass Jizzes mal einen Schwan geboxt hat. Das ist irgendwie... Ich küsse meine Oma! Und die haben rausgebracht Lime und Mint Flavored Wodka. Möchte festhalten, sieht geil sehr nach Lime und Mint aus. Kriegst du das auf? Ach! Ich bin ploppen. Und? Ist es zum Drehen oder ist es zum... Sicher, das ist... Das ist, riecht wirklich nach einfach richtig krass. Oh, ja, ja, ja. Das ist halt, okay, also es riecht... Desinfektion. Ja. Es riecht halt nach Wodka. Die Frage ist ja, tut der auch Schmecken machen in meinem Mund oder macht der nur Prickel in meine Bauchnabel? Prösterchen! Als hätte ich gerade mir ins Wasser gemacht. Mit ein bisschen Zitrone. Boah, und dann eine ganze Pulle Desinfektionsmittel reingestimmt, weil ich mir dachte, oh, mein Mund ist schmutzig. Boah, also ich weiß, dass es Wodka gibt, der wirklich nicht so doll nach Desinfektionsmittel schmeckt. Aber der schmeckt wirklich doll nach Desinfektionsmittel. Mhm. Also ich muss sagen, ich schmecke die Limette schon raus. Ich verstehe, warum die Limited Edition ist. Limited. Verstehen? Gadi! Nee, schmeckt schon. Lecker finde ich nicht. Er schmeckt schon wirklich böse nach Desi. Was denkst du, wie der gekostet hat? Ich sag. Boah, ich hab da jetzt. Wie viel kostet normaler? Ja, was heißt normaler? Also so, weiß ich nicht. 360 Wodka fängt, glaube ich, so bei 20, 25 Euro an, die Ecke. Deswegen würde ich einfach mal wild tippen auf. 79, 99. Ich tippe auf 28. 29,90. 29,90. Boah, nee, also wirklich, ich muss mich zusammenreißen, nicht zu kotzen beim ersten Mal. Hey, dann habe ich jetzt was richtig Leckeres für dich. Na super. Bier! Ich frage mich, von wem es sein könnte. Hosenhell. Ja, die Toten Hosen haben Bier rausgebracht. De gustibus non est disputandium. Gesundheit. Wasser, Gersten, Malz, Hopfen. Das ist einfach nur ein stinknormales helles Bier. Ich weiß, so, ne, Biertrinker aus der Welt rasten jetzt aus, aber ihr hättet ja wenigstens was Cooles machen können. So ein Ale. Ist das ein Ale? Ein IPA. Das ist ein IPA? Nicht nach deutschem Reinheitsgebot gebraut. Also die können da dann irgendwas reinkippen und schmeckt anders. Ha. Das ist so meine Erfahrung mit IPA und Ale. Ist aber ganz, also schmeckt einfach ein bisschen anders. Und das hier ist... Du bist ja so ein Biertrinker, ne, Philipp? Bitte nicht. Du findest Bier richtig nicht lecker. Aber schön aussehen tut's. Oh ja. Schauen wir mal, was uns Campino uns da in die Flasche gezaubert hat. Sorry, ich meine pinke Pipi. Nach dem Ahoi. Meine pinke. Da sollst du mal zum Arzt gehen. Stößchen. Ach, jetzt bin ich hier der Weirdo. Ach schon, gehen wir mal zum Zahnarzt. Ich würde sagen, de gustos non est disputation. Si, mucha amore. Ja. Ei, 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 Alter. Keine Ahnung, ist ein helles. Schmeckt ganz gut. Ja, kann man machen. Ist okay. Ist ein helles Bier. Ja. Wenn man Bier mag, dann wird man das mögen. Wenn man ein Tote Rose Fan ist, dann wird man das mögen. Und wenn sogar du das auch okay findest, dann ist es vielleicht ganz gut, dass sie ein helles rausgebracht haben. Ich komme in die Pubertät. Glaube ich auch. Du bist langsam, aber sicher. Scheiße. Langsam aber sicher erwachsen. Haben wir das als Sixpack gekauft? Okay, ein Sixpack kostet so zwischen 3,99 € und 6,99 €. Kommt immer so ein bisschen auf die Marke an. 5,59 €. Das ist jetzt so die Frage, ne? Die Toten Hosen sind ja eine mega krasse Independent-Punk-Band. Die sind bestimmt, die denken bestimmt an den kleinen Mann. Ich würde auch sagen, kostet 5,80 €. 9,90 € für 6 Bier. Die haben nicht mehr so doll an den kleinen Mann gedacht, nee. Bin ich ehrlich. Die haben an das große Geld gedacht. Nee. Ah,
Oh nein. Trink, trink, trink. Auf geht's, was ist das nächste? Das ist die dreckige Rose. Von der dreckigen Rose. Kennst du Frank Rosin? Ja. Gut. Das ist aber nicht der einzige. Ich nicht, gibt's hier, oder? Wow! Das wow. War. Das war Primetime. Primetime! Was soll ich dir sagen? Du bist zu Primetime gekommen. Wir haben gerade den Frank Rosin Handcrafted Premium Wodka entkorkt. Nimm mal noch Prime. Das geht so nicht. Der blöd gar nicht. Das ist gelogen. So. So. Frank Rosin. Wir müssen dazu sagen, wir haben schon den Wodka von Rev Camora und Bones MC probiert. Der war richtig scheiße. Ich bin sehr gespannt. Nein, der war mega lecker. Frank Rosin irgendein Meme? Ich baller deinen Arsch. Ich muss es nur BAM machen und morgen geht's weiter. Okay, ich muss aber sagen, ich finde es gut für Wodka. Ja. Der ist besser, Alter. Also, Frank. Der ballert aber den Arsch. Frank ballert aber richtig den Arsch. Also, ich muss Der ist actually lecker. Der wird auf der Weihnachtsfeier seinen Moment haben. Der ist tausendmal besser als das. Probier mal bitte den. Probier mal, Feigen. Der ist lecker. Hast du getrunken? Nein. Oh, der riecht aber nach die Metal. Ja. Ja, und Minze. Nee, das hättest du nicht sagen müssen. Sorry. Mann! Aber der kann ja nichts riechen, was da drin ist. Alter, gut, gut. Der Arsch wird geballert, was anders. Haben wir uns also nicht eingebildet, dass der Mensch... Was ist denn? Das ist auch Wodka. Hat also scheiße geschmeckt. Lecker, der nicht lecker. Der da war 29,90, ne? Der von Bones MC. Okay, also der Rosin? Wir müssen das mal ausgehen, du musst bedenken. Also erstmal guck dir die Flasche an. Ist hot. Man muss dazu aber sagen, es ploppt nicht, ist zum Schrauben, ist ein Fake. Es sieht aus wie ein Plopp. 35 Euro. Da haben wir mal 38. 25,90. Ich hasse wirklich das. Das ist doch krass. Also erstmal, Props an mich. Und dann ist der einfach 4,90 Euro günstiger als die Plörre. Sag ich ja. Die bah. Machen das billiger. Ey, wirklich. Ja, also wirklich. Frank, stark. So, drei Drinks haben wir jetzt getastet und die waren alle auf jeden Fall... War wild, war eine Aktion. War sehr war wild. War ein Erlebnis. Und weil wir natürlich uns auch irgendwo da zwischen einreihen wollen, zwischen den Sachen, die wir heute getrunken haben, haben wir natürlich auch für euch ein richtig schönes Angebot. Was denn für eins? Über den ersten Link in der Videobeschreibung kommt ihr zu unserem wunderbaren Shop und da gibt es jetzt nochmal bis Ende der Weihnachtszeit alle Shirt-Designs, die wir... Und theoretisch würde da jetzt auch eine Person erscheinen, die euch das präsentiert. Aber sie ist irgendwie verloren gegangen. Deswegen klickt doch einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung und spart mit dem Code STADTKIND ganze 10% auf eure Bestellung. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Was ist denn da los? Was machst du jetzt auf einmal hier? Was soll das denn? Was war das denn? Feierabend-Fans wissen, dass ich hab dasselbe Outfit an. Wir können die nicht verarschen. Mit dem Kind Dorf. Mit dem Code DORFKIND könnt ihr 10% sparen und vor allem und vor allem damit markieren, wer hier die Nummer 1 ist. Ihr wisst alle, dass Stadtkind der richtige Code ist, ne? Chef beiseite, es gibt übrigens auch die coole Kochschürze jetzt. Wow. Oder natürlich das wunderschöne Baddy-Shirt ist auch wieder am Start. Oder Dog Dog. Mich gibt's nicht. Nur wenn ihr Stadtkind eingibt, dann geht's. Dann natürlich. Bei Stadtkindern, da bin ich ja ganz vorne mit dabei. Okay, unter allen, die Dorfkind eingeben, verlosen wir ein Wochenende mit Philipp. Warte mal. Wir dich. Kann das ja, nur noch über die Weihnachtszeit der komplette Merch. Alles, was wir bisher hatten, alles muss raus. Stimmt nicht, wir drucken eine Marke. Egal, alles muss raus, raus, raus. Hier ist der QR-Code. Da, hier, da, da. Hast du aber schön gefaltet, hast du den. Griechisch, Schwein. Das ist der Gute von Orte... Von Orte... Von Ote Grafen. Aus Kanzem an der Saare. Aus dem wunderschönen Saarland kommt er, glaube ich, weil es ist an der Saar. Das hat ja funktioniert. Das ist ja der Wahnsinn. Festung! Ist ja schon wieder eine Prime-Flasche angeflogen. Warum hat der Mann so viele Prime-Flaschen? Der Mann trinkt so viel. Das ist vom guten Günther. Vom Günther Jauch. Heißt genau, schön gerade und dann... Du machst das super. Ja, schön. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Das sieht gut aus. Die schwere Version von einem einfachen Korkenzieher. Ja, guck mal, wie schön das aussieht. Gleich ist es soweit, gleich ist es soweit. Ich kann nicht so viel korken. Da war schon eine Flasche. Das ist kein Korken. Ich wollte gerade sagen, man riecht, dass das ein Gummikorken ist. Das fühlt man also der riecht okay, aber schnüff mal.
Man riecht den Wein, aber man riecht halt auch das Gummi. Warum sind hier so viele Prime-Flaschen? Ich hole hier alle eine. Jetzt rechts, wir weiter. Hm, Pauli, du machst. Nein, das ist gut, das nervt mich nicht. Nerv mich nicht. Nee, ich hab's ja wieder gefärbt. Du warst der Letzte. Klar. Nein, ich war das nicht. Der riecht nicht gut. Nee, das riecht nach Gummi. Der riecht wirklich doll nach Gummi, muss ich sagen. Und das ist nicht mal, das ist der Gummi. Was ist das denn? Komm mal her. Ich krieg ihn ja nicht mehr, du! Philipp, er ist weg. Du musst ihn loslassen. Du musst drüber hinwegkommen. Ich weiß nicht. Er ist weg. Ich fühl mich nicht sicher hier. Trink, dann wird's besser. Weiß ich nicht. Der schmeckt tatsächlich ist okay. Voll in Ordnung, wenn dieser widerliche Gummigeruch nicht wäre. Keine Ahnung, ich bin kein Weintrinker. Ich weiß nicht, ob man Weißwein auch atmen lässt in einem Dekantierer. Aber ich glaube, wenn er so ein bisschen durchgezogen ist und nicht mehr diesen Gummifropfen halt irgendwie an sich hat, der ist schon lecker. Der ist halt sehr süß. Also ja. Macht mal Korken da rein, Herr Jauch. Bitte. Herr Günther. Seien Sie doch mal so. Wir gewinnen auch bei Wer wird Millionär bestimmt irgendwann. Wenn Sie genug getrunken haben. Ja, ist tatsächlich ganz lecker, was soll man sagen. Ist okay. Ist aber nicht besser als der Wodka. Ja, also ja. Es ist immer noch Platz. Der Frank hat bisher gewonnen. Ja. Also die Toten Hosen auch, aber das ist halt das hat Bier. Bier. Wow. Ach ja, stimmt, genau, wir müssen an den Preis erraten. Das ist, ah, halt ja. Das ist ja der normale, also wie gesagt, ich weiß, das ist mal so eine Lidl- oder nee, Aldi-Variante war es tatsächlich. Beruhig dich. Ich habe Gerüche gehört. Beruhig dich. Ich würde mal so auf 12,99 tippen. 18,49. 15,71. Ich muss sagen, ich habe auch schon Weine für unter 10 Euro getrunken, die haben besser geschmeckt. Wir machen weiter. Ich freue mich. Mit dem ersten internationalen Markt. Tatsächlich. Wow. Nämlich der gute Aviation Gin von Deadpool. Ja, von Ryan Reynolds. Ich weiß, dass der schon relativ gut schmeckt, weil ich habe den vielleicht unter Umständen schon mal hier und da getrunken. Ich mag das so nicht. Ja, ich weiß, meine Güte. Da musst du jetzt ruhig großer. Ja, kein Problem, Fadi. Nicht mit Tonic. Ach, Mann, ey. Das ist kein Tonic. Halt's Maul, das ist rot. Das ist Wildberry. Ja, weißt du, du siehst Schweppes und denkst dir, die machen nichts anderes außer Tonic Water. Ja, der gute Ryan Reynolds hat den aufgekauft, ist damit eingestiegen. Ich weiß nicht, ob es Aviation vorher gab als Gin. Was ich aber jedem empfehlen kann, ist auch dir, sich die Cocktailrezepte anzugucken, die sehr lustig sind. Warum? Weil Ryan Reynolds da steht und in seiner Art, wie er so ist, die Cocktailrezepte mit dem Gin präsentiert. Und die sind sehr lustig. Kann man. Guten! Du hast jetzt auch ein sehr geringes Mischverhältnis bekommen. Ja. Und ich muss dazu sagen, ich mag die Schweppes Zero Sachen nicht so sehr. Aber ja, ist lecker. Ich finde es auch echt lecker. Kann man machen. Ich finde, dass ich Gin echt nicht mag. Digga, ich erkunde mich hier ganz neu. Du bist richtig groß in diesem Video. Jetzt ist die große Frage, wie teuer ist der? Mit Import und so? Ich glaube, der wird auch aus Deutschland verkauft, ne? Naja, also so richtig günstiger Gin fängt so bei 10 Euro an. Halbwegs leckerer Gin ist so bei 20, 25 Euro. Ich würde sagen, der Aviation Gin für meine Schätzung liegt so bei 32,90 €. 32 Euro. 26,10. Aha! Aha! Hey, du hast doch gewonnen. Ich habe 32,90 gesagt. Du hast doch gewonnen. Der Punkt geht doch an dich. Warte, wie viel? 26,10. Ach, ich habe 36 verstanden. Nein, 26. Jetzt wird experimentiert. Hast du jemals in deinem Leben Absinth getrunken? Nee. Das ist Anislikör. Das ist Anislikör. Absinth geht in die Richtung von Lakritz. Damit lässt sich es am einfachsten beschreiben. Aber es schmeckt auch tatsächlich gar nicht wie Lakritz. Also wenn man es mit Lakritz vergleicht, ist es viel süßer. Absinth ist eigentlich sehr süß. Okay. Kommt natürlich drauf an. Ja, aber den ich jetzt bisher getrunken habe, der war sehr süß. Und wir haben heute den Manson's Absinth bei Marilyn Manson. Den Manson's, genau. Ja. Ist ein gutes Wortspiel. Ich habe nichts vor. Mal der gucken. Nimmt nur was mit. Der gute Manson von Marilyn Manson. Muss man auch mal ganz, glaube ich, vielleicht als Disclaimer dazu sagen, auch gerade ein bisschen schwieriger Charakter. Aber ja, der hat Absinth rausgebracht.
Oh, Lakritze. Der riecht tatsächlich richtig doll nach Lakritze. Der riecht nach Lakritze. Der riecht richtig doll nach Lakritze. Ich habe in meinem Leben noch nicht so oft Absinth getrunken, aber mir wurde das ja gerade schon relativ gut erklärt. Ist es gleich viel, ungefähr? Jetzt gibt es einen Würfel Zucker für dich. Okay. Ist auf den Löffel. Dann nehmt ihr noch auf. Wir sind gleich fertig. Ausgezeichnet. Jetzt kommt der Löffel einmal in den Absinth. Also der Zucker. Ach, der Löffel. Der Zucker. Also der Zucker muss so einmal kurz Ach so. Voll damit sein. Und dann. Ich möchte nicht. Ah, ich habe Angst vor Feuer. Und dann muss das so ein bisschen. Das brennt. Dann muss das so ein bisschen karamellisieren. Meine ja, hier. Gut. Also meins brennt auf jeden Fall noch. Das ist wirklich viel Wasser, glaube ich. Nein. Ich fühle mich wie ein Wissenschaftler. Halt die Fritte! Ich glaube, es ist wirklich ein kleines bisschen zu viel Wasser. Stößchen. Stößle. Was muss ich jetzt erwarten? Aber es ist wirklich richtig krass. Also es ist wirklich, als wenn du ein Lakritzbonbon essen würdest. Also ich finde es geil. Magst du Lakritz? Nee. Ah. Also ich muss sagen, ich find's richtig lecker. Also es schmeckt richtig doll nach Lakritz, aber nicht wie so ein Dirty Harry. Der kostet absolut keine Ahnung, wie viel Absinth generell kostet und was ein guter Absinth ist und was kein guter Absinth ist. Da habe ich gar keinen Überblick. 35. Ich sag 25. 48. Krass. Ach du Scheiße. Oh nein. Oh nein, er ist wieder da. Oh mein Gott. Und er ist wieder gegen die Wand geflogen. Und gib mir noch 5 Minuten. Und Nico hat nein. Die Drohne gegen die Wand geflogen. Nee. Aber wir sind fertig. Okay, dann simuliere ich das jetzt. Dann brauche ich aber Special Effects. Wollen wir ein kleines Ranking machen? Also zugegeben, ich mochte nichts davon. Bier mag ich nicht, Gin mag ich nicht, Whisky mag ich nicht, Wodka mag ich nicht. Das zählt nicht. Du musst ja sagen, was dir jetzt ja, geschmeckt ja, ja. hat. Ich höre da was. Oh, was oh mein denn? Gott, au! Was ist denn da Von passiert? Wo kam der? Au! Wow. Ja. Eine Drohne was mit Scheiße. Wie ist das denn? Ja Hydration. Niemand hat den Akku von der Fernbedienung geladen. Das ist traurig. Das hat alles funktioniert. So, Dirty Rots ist auf Pi Nummer 1. Ja. Dann kommt Avitation. Avitation. Dann kommt der Bierle. Ich glaube, dann kommt der Wein. Mhm. Sekt, Wein, Wein. Dann Absinth. Mhm. Dann war's. Ganz weit hinten der Wodka. Mhm. Okay, gut, den Wodka kannst du da lassen. Ich würde nur ein ganz kleines bisschen umstellen. Ich mache einmal so und einmal so. Mhm. Das wäre so mein Abschluss. Und der Wodka von Ralph und Bones, die können sich war einfach nie hier. Wirklich verpissen. Also es war wirklich widerlich. Ja, aber ansonsten, also preis-leistungstechnisch fand ich alles nice. Ja. Bis auf das da, was nicht im Bild ist. Aha. Ja, schön. Dann schaltet auch nächste Woche wieder ein und denkt dran, 10% Rabatt. Stadtkind. Oder wenn ihr irgendwelche Hinterwäldler seid, dann auch drauf können. Aber wen interessiert das? Tschüss!